So, hier ist mittlerweile alles richtig ordentlich zugehängt. Hier kommen wir jetzt mittlerweile. Ach, da ist das Dings. Hier auch so hoch. Und hier rein. Hier ist es mächtig dunkel, aber auf dem Grünzeug spawnt wahrscheinlich nichts. Und bekommen wir von hier aus halt nicht wieder oben raus. Aber hier kommen wir jetzt zumindest schadenfrei. Bis ganz nach unten, das ist auch mal schön. Dazu muss ich mir irgendwo hier dann noch mal einen Notausgang ausdenken. So, wie sieht das jetzt oben aus? Ja, das wird jetzt da ein Loch. Was natürlich insofern albern ist, weil man jetzt dadurch genau sieht. Naja. Ist halt auch blöd. Na, ist halt so. Ist mir jetzt auch egal. Irgendwie muss man es ja machen, irgendwie muss man ja wieder rauskommen. Vielleicht ist es auch jetzt im Moment nur während des Baus eine Übergangslösung. Und es gibt hier dann irgendwann später einen anderen Ausgang als diesen. Dann können wir das Ganze gerade wieder rückgängig machen. Dann haben wir jetzt diesen ganzen Aufriss mit dem Spender nur betrieben, um während der Bauarbeiten wieder rauszukommen. Zweier habe ich den jetzt gemacht. Ich brauche überhaupt keine Fackeln mehr. Zwei Zweier machen, sonst wird das, ach Mann, relativ krumm. Dann können wir meinetwegen gerne auf einer umsteigen. Ja, nice. Really nice, ob es da unten irgendwo Diamanten gibt. Was meint er? Jedenfalls sind wir Monster ohne Ende. Freue ich mich persönlich natürlich sehr, dass wir jetzt hier so einen Quatsch machen dürfen. Jetzt muss halt leider mindestens noch einer sein. Jetzt kommt's komisch. So, schade, den Stein haben wir verpasst.
Ich habe immer noch keine Kohle eingesammelt, nee. Gehen wir jetzt mal hier wieder in den Bereich, wo wir schon mal waren. Ach hier. Komm, zack. Und zack. Kohle hier. Eisen ist wieder dahinter. Ist ja völlig wahnsinnig. Auch noch Eisen. So. Naja. Ich habe jetzt an den ersten Zweier nach innen hin, ne? Ja. Dahin. So. So. Dann muss hier die Decke weg. Klack, klack. So, ein Zweier, dann kommt hier, nehme ich der Vierer hin. So, ach, ich freue mich, dass ich hier wieder ganz viel unterirdische Hallen ausheben kann. Es ist jetzt genau, ja, es ist jetzt 2 Jahre her, dass wir in den Dungeons gearbeitet haben. Da sind wir wieder bei dem Thema, das letzte vergangene Freitag-Special, da kamen wir gerade so ans Ende der Dungeons, so ganz langsam. Da war ich eigentlich schon froh, dass es endlich mal an den Hochbau geht und dass ich mal aus diesem Untergrundgebuddel rauskomme. Und jetzt sind wir halt auch schon wieder im Untergrundgebuddel. So schnell kann's gehen. So. Soweit. Das wird zum Glück gar nicht groß, aber ja, das muss halt leider groß werden, weil da halt auch ein riesen Schachfeld halt einfach in die Mitte kommt. Wird das leider groß. Ich muss ja den Raum nicht ganz rund machen. Ich kann ihn ja ein bisschen in Oval gestalten, indem ich hier einfach keine kompletten Zähne mache. Das sieht aber halt auch scheiße aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8, 9, 10. 10. So. Na gut. Naja. So, jetzt haben wir mit Sicherheit hier lang genug geschafft, dass da oben die Tür zu ist. Genau. Verdammt, das Ding fällt vorbei. Ja, der hat getroffen. So. So. Pack das mal alles nach unten. Den Stein können wir jetzt auch mal wegtun. Gut, alles gut. Weiter geht's. Das liegt dann noch schön rum. Was gibt's denn dazu, Lara? Ich krieg's aber auch irgendwie hin, dass man zum Turm wieder rauskommt. Also ich könnte die Redstone-Schaltung oben noch... Ich könnte die noch verändern, könnte noch einen Pisten mit einbauen, der dann halt oben die Decke zumacht. Dann könnten wir es so lassen. Das wäre natürlich gediegen eigentlich. Wenn ich so drüber nachdenke... Muss ich mir aber die ganze Schaltung hier nochmal ansehen. Wenn ich jetzt hier gerade mal irgendwie wieder zurückkäme. Crafting Redstone, genau. Ach Gott, ey, das schiebt sich immer in alle Richtungen, wenn ich da wo was haben will. Das war... So. Gehen wir nochmal zurück. Ideje, Ideje. Ah, ich hab den Redstone weggepackt. Wie geht's das denn? Ja, gibt's das denn? Na gut, ich muss eh zurück. Ich muss mir auch gerade mal noch dann ein Dings holen. Lösung gefunden für das Problem. Warum das wieder? Hier kann nicht gehen. Das geht so nicht. Ja, das löst natürlich dann auch das Problem, dass man von unten sieht, welches der geheime Gang ist, dann können wir es nämlich doch so lassen. Das wäre nämlich eigentlich ganz cool. Ich würde es nämlich gerne so lassen. Also nicht nur als Übergangslösung, sondern dauerhaft.
Aber um das dauerhaft machen zu können. Machen wir den Redstone wieder. Badabam, bam, 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 bam. Und einen solchen. Kann ich dann da vor Ort bauen, den Rest haben wir ja. Baue ich da vor Ort. Dadam, dadam, dam, dam. Hey, Boot fahren, Boot fahren, Boot fahren, den lieben langen Tag, weil ich das Boot fahren schrecklich gerne mag. Boot fahren, Boot fahren, Boot fahren, übers weite Meer. Ja, die Sehnsucht nach draußen quält mich sehr. Hallo Zombie, warum tust du dir weh? Ich habe mittlerweile auch XP genug gesammelt, dass ich mir langsam mal Gedanken machen könnte über folgende Dinge. So. So, das ist die Außenwand. Das ist der Strom dazu, das ist der Hebel und das ist der Deckel oben drauf. Und so. Wird das schön klebrig. Da Bisten. So, der muss natürlich. So, jetzt, solange er nicht aktiviert ist. So, das wäre nämlich normalerweise der hier gewesen. Zack. Ah, ich kann jetzt hier Bruchstein einstecken. Schön. Müssen wir mal gucken. Das funktioniert hier, glaube ich, ähnlich. Der Art und Weise zu bauen, nämlich so genau. Oh, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Zack. So, dann wäre dazu. Jetzt ist halt natürlich die Frage, funktioniert das? Invertiert dieses System das Ganze jetzt? Wenn er jetzt hier Strom kriegt, geht die Fackel aus. Nein, geht sie nicht. Shit. Das ist nämlich dann genau das Problem. Denn das sollte sie ja aber.